Liebe Freunde, willkommen zu diesem Video. Wir gehen direkt raus, Bruder. Willkommen zu Daisy 19 Uhr, ihr Freunde, mit was Daniel denn? Luzi. Und das zwar, ist jetzt lustig gewesen. Weiß ich auch nicht. Mal in einer neuen Location, und zwar Pavlovo City. Pavlovo City natürlich in der Kirche. Warum denn gehen da Ameisen nicht rein, Bruder? Das lösen wir später in der Gang-Sektion auf. Wir gehen auf jeden Fall in Richtung Military. Du hast da gerade schon ein traumatisches Erlebnis gehabt. Richtig. Daniel war in Seleno sich equipen, Freunde. Ich wurde in Pavlovo von einem Camper mit einer M4 erschossen. Ich war richtig erschreckt. Ich habe richtig geschrien, ne? Ja, das war ein richtig schreckliches Erlebnis, Bruder, ne? Aber das ist natürlich was, ohne zu politisch zu werden, aus dem man hier in der Daisy Standalone natürlich nicht allzu viel lernen kann. Ich würde sagen, wir pushen da direkt rein, oder? Wir gehen da mal zum Hin wahrscheinlich, oder? Zum Hindukusch? Achso. Es ist einfach viel zu warm wieder. Ja, wir gehen da mal hin. Ich bin da irgendwo gestorben, so an der Barrack. Ach, an der Barrack. Okay, gut. Und ja. Dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir die 100 Meter gelaufen haben, ne? Perfekt, nice. Let's go, man. Wahrscheinlich haben, sind. Ja, Mann. Bruder, ich sehe jemanden oben auf dem, Wie? Dach. Soll ich direkt schießen? Welches Dach? Sag. Welches Krankenhaus. Wenn du safe bist, schieß, ja? Nee, lass nicht schießen. Lass ihn mal abfangen. Komm nach unten. Ja, das ist vielleicht mein Killer, ne? Möglich. Ist er wieder runtergelaufen? Ja, toter Zombie vor der langen Baracke. Ja. Oh, fuck, okay. Shit. Wir sollten zusammenbleiben auf jeden Fall. Ja, pass auf, der ist bestimmt jetzt unten im Krankenhaus. Das wäre meine Vermutung. Also ich bin gestorben da an der hinteren Ibarock-Baracke da hinten, ne? Okay. Im zweitletzten Raum ist er gehockt und hat einfach auf die Tür geaimt die ganze Zeit. Der ist jetzt vorhin reingegangen. Ich hoffe, dass der... Entweder er ist schon raus oder er ist noch da unten drin. Sollen wir mal hin? Weiß ich nicht. Hier über den Zaun springen? Obwohl, nee, konnte ich lieber nicht. Es ist immer so eine Sache, wenn man jetzt hier risky macht und stirbt, ist man wieder an der Küste, Alter. Ich hab gar keinen Bock. Ich vermute, es kann auch sein, dass der noch bist oben ist. Bist du I? Ja, ich bin I. An der hinteren? Nee, halt, ich bin vor dir. Oh, da war hinten einer. Warte mal, bist du das überhaupt? Ich bin wieder im Gascontainer. Wait, wer ist das denn? Wer ist das denn? Er ist umgekippt. Wir stehen eine halbe Minute nebeneinander. Bist du dead? Ja, natürlich, es sind zwei. Achso, was? Gott. Ja, Freunde, wir sind wieder am Start hier in Pavlovo. Guck mal, ob und was hier noch liegt und ob hier vielleicht noch der eine oder andere sich vercampt hat. Sieht aber jetzt gerade nicht so aus. Oh, pass auf die... Ja, oh, da ist noch super viel Munition in meiner Leiche. Das war deine Leiche. Das ist meine Leiche, die da liegt, ja. Ja, stimmt. Ich bin innen gestorben, ja, stimmt. Krass, hier liegt auch noch eine SKS. Pass auf, ne, nicht, dass er irgendwo im Bad oder so hockt. Nee, Bad ist safe. Ich bin jetzt im Bad. Ich mach mal die Tür. Hier liegt noch eine SKS. Komm rein. Entweder waren die echt extrem gut equipped. Waren sehr gut equipped. Ich wurde von der M4 definitiv getötet, ne? Ich bin im Bad, ja. Weil das ist schon weird, dass die so viel Zeug liegen lassen. Also das Ding ist, wir haben... Oh mein Gott, ja, du hast recht. Das Ding ist, wir haben noch Schüsse gehört, ihr Freunde. Tür! Das, Alter! Junge. Wir haben noch Schüsse. Mach doch nicht so einen Stress! Ja, Digga, what the fuck? Keine Marker, nichts, Alter. Jedes Geräusch wird hier kommentiert. Okay, die Leiche von seinem Kollegen ist so gut wie leer. Okay, ein bisschen was haben die, glaube ich, schon weggelootet. Ja. Ich glaube, die sind ja noch. Wir haben gerade noch Schüsse gehört, so. Ja, das ist gut möglich. Vielleicht sollten wir mal das Krankenhaus einnehmen. Das Krankenhaus einnehmen. Ja, da auch mal ein bisschen zu snipen und so, weißt du, ich meine? Ja, komm, let's go. Oh mein Gott. Wir haben beide ein bisschen geluten Seleno. Und. Oh Gott. Haben natürlich dementsprechend den M4, ne? Okay, irgendwie müssen wir jetzt hier mal gucken, was los ist. Hier ist. Oh, komm mal rum. Was ist? Hä? Oh, yo, yo! Neue Situation, ihr Freund. Ich war lange nicht mehr in Pavlovo. Ich auch nicht. Wie verhält man sich in Pavlovo? Wie campt man hier? Ja, Freunde, wisst ihr noch, vor 2-3 Jahren eigentlich jede Folge Pavlovo hier, ne? Hier ging's immer ab, so. Oh Gott, ich bin oben. Du bist oben. Hier oben ist noch mehr Stuff. Echt? Okay, ich bin unterwegs. Aber warum ist hier offen? Mach mal zu. Ja, das freue ich mich auch manchmal. Was denn? Ja, gut, ist nicht so. Ja, ein bisschen. Geh mal raus. Hier CR, dies, das, Ananas. Oh Gott! Was? Hier oben ist eine Leiche, Bruder. Full equipped. Wo denn? Ach, hier an der Leiter. Pass auf, das ist nicht geil. Leg dich hin, Mann. Ja. Alter, eine La. Oh mein Gott, ist full equipped oder was? Eine La? Ja, nicht zu lang. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, Bruder. Ja gut, wir beobachten mal die Lage, würde ich sagen, oder?
wir beobachten die Lage und melden uns gleich wieder, wenn ihr der ein oder andere Strolch wieder aufkreuzt. Ja. Denn das sieht so ein bisschen so aus, als hätten die nicht alles mitgenommen, als hätten die, als wären die ja auch gestorben nochmal, ne? Ja, so ein bisschen so, ne? Gut, es bleibt ein Rätsel, wie wir versuchen, das aufzuklären. Ja, perfekt. Mann. Verstehe ich aufklären, was sollen wir denn machen? Warten. Wir warten halt einfach, ne? Freunde. Freunde. Naja, es ist mal wieder soweit, ne? Es ist mal wieder soweit, ja. Also, wir haben da nochmal ein bisschen rumgeguckt. Da ist auf jeden Fall niemand mehr. Haben nochmal krass gelootet. Also, 10 M4s oder so, ungelogen, ne? Wir haben es mal ein bisschen angepasst und haben auch mal eine halbe Stunde gewartet. Aber wie immer ist hier nichts, wenn wir das machen. Und jetzt gehen wir weiter nach Seleno so ein bisschen, ne? Ja, gucken wir, was da abgeht. Und wenn da auch nichts los ist, dann... Ja. Was ist daran lustig? Bruder, auf dem Server geht halt echt nur was in Cerno, Elektro und Balota, Alter. Das ist so lächerlich. Ja, komisch, ne? So ganz vereinzelt hört man mal einen Schuss irgendwo, man geht hin, aber das ist nix, nur Wald. So, es ist sehr gespenstisch hier in, sozusagen im Inland. Ja, also wirklich, wir haben jetzt echt lange gewartet und wir haben leider ein bisschen Zeitdruck, Freunde. Dementsprechend müssen wir ein bisschen Gas geben und nach Seleno wandern. Zeitdruck und ein bisschen so unentspannt. Hä? Weil wir irgendwie Content abliefern müssen, oder was? Na klar, für die Leute, oder nicht? Ah, natürlich, der Content hier fürs Volk. Freunde. Der muss natürlich raus, sonntags 19 Uhr. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut. Klar. Und sehen uns in Seleno. Perfekt. Ja, Mann. Wahrscheinlich Seleno, oder? Ist schon auch nichts los. Freunde, es gibt sich. Wir haben gerade einen Schuss gehört. Noch ein Schuss. Ich glaube, das waren zwei verschiedene Waffen. Vielleicht kämpfen die gegeneinander. Vielleicht sind das auch Zombies, gegen die sie schießen und kämpfen. Wir befinden uns hier natürlich in Seleno. Ist das gemoddet, das rote Ding? Muss ich sagen, ist natürlich eine sehr gute gemordete Entscheidung, hier das Ding hier zu platzieren. Das hat mir immer gefehlt hier in Seleno, auch da aus taktischen Gründen. Ach, das ist der Third Person, Alter. Oh, shit. Ja, Zombies sucht's nicht. Wo ist das? Vor dem Prison, oder? Schätze ich auch, ja. Warte, lass mal eben. Ich will eben mit Zombie hier loswerden. Ich mach ganz gechillt, ne? Ja, jetzt gar kein Stress. Ah, okay. In der I. Ah, in der L oder in der I ist ja was. In der L oder in der I. Da schaffen die Zombies zumindest hin. Und rennen auch dahin, ja. Wo bist du jetzt? Im Wagen, in diesem kleinen. Ja, wir gehen mal gucken, oder? Shit, vor mir ist einer. Echt? Ja. Weiß nicht, wo du bist, leider. So eine Mauer. Ah, ich seh dich. Shit. Ich muss in Deckung gehen. Ich glaube, der hat mich das gesehen. Bin ich. Okay, ganz hinten am Ende der Mauer, an der Ecke quasi. Ja, aber wenn ich lieber innen lang? Am Innenstich? Ich wollte auch gerade Innenstich sagen! Innenstich, Junge! Innenstich, sagt der Dimi! Nice! Der Dimi! Der piekt. Ich bin angehittet. Ach nee, Digga. Schieß mal. Hä? Ich seh da wieder. Wie hat denn der dich jetzt schon wieder. Lass mal abhauen, oder? Der durch zwei Büsche durch, ich weiß auch nicht. Ich habe den gerade mal so gesehen, gerade gut, der wusste, dass ich da bin. Vielleicht war das auch einfach auf gut Glück hier. Aber man weiß es natürlich nicht in der DayZ Standalone. Ah, da beim Sandbag, ja, ich seh's. Beim Sandbag, ne? Warte mal, hier gibt's doch so ein Loch. Sehe ich den jetzt von hier? Ah, leider nicht mehr, ne? Scheiße, ich könnte ihn... Ja, ich sehe ihn gerade nicht mehr. Doch, ich sehe ihn am Sandbag rechts, aber ich habe leider keine Sniper. Ja doch, ich schon. Ist er da noch? Ja, ganz rechts, ergafft. Shit. Aber ich glaube, er gafft nicht auf dich, oder? Okay, er ist gefallen. Der Kopf ist geflogen! Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, natürlich. So, ich würde sagen, wir verstecken uns aber kurz. Hier sind noch andere. Komm zurück. Ja, ich bin hier Kabelmanagement. Ich wollte auch gerade Kabelmanagement sagen, Bruder. Seit 10 Jahren, Brüder. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast das zum ersten Mal hier Kabelmanagement genannt. Das ist natürlich nicht ganz falsch, obwohl es sich hier natürlich worum handelt. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Und... Oh. War das auf dich? Nee. Okay, bist du noch im kleinen Wagen? Ja, ich geh da nicht hin. Die haben Sicht darauf. Was sehen die denn alles? Ich weiß nicht, und vor allem von wo, ne? Ich glaube, Feuerwehr ist einer, oder? Ja, Feuerwehr hockt einer. Hast du ihn gesehen? Nee, fuck, du leckst, oder bist du das überhaupt? Das bin ich, ja. Ich glaube, es kann nur aus der Feuerwehr eigentlich kommen, oder? Und wie kannst du sonst in diesem Wagen schauen, wo ich drin war? Weiß ich nicht.
Scheiße. Wir müssen ein bisschen defensiv spielen, Leute, weil wenn wir sterben, nun ja, sind wir wieder in Tscherno. Oh, nein! Ey, was ist los mit dem Game? Okay, jetzt geht's. Warte. Worauf? Freunde, so jetzt. Sorry. Ah, Freunde, ja. Und zwar, wir haben beschlossen, wir pushen jetzt hin. Ja, also wir haben jetzt 2-3 Minuten gewartet, aber es tut sich mal wieder nichts. Wir müssen mal hinter den aktiven. Hä? Ja, wir müssen den aktiven Part spielen natürlich. Was hab ich gesagt? Ansonsten passiert hier nicht so viel. Ich würde sagen, wir pushen hier einfach mal an der Mauer entlang, Bruder, ist sehr gefährlich. Aber was willst du machen hier? Ja, ich sag am besten gar nichts mehr in der Daisy Standalone. Auf jeden Fall müssen wir wieder den aktiven Part übernehmen, denn. Naja. Domina naja, wie ein was, Dobermann halt, ne? Meinst du, die anderen sind nicht Gegner, so dominant wie ein Dobermann? Nee, die haben, glaube ich, eher einen Pudel daheim. Ah. Aber wir dominanten Männer. Wir vermuten. So, also wir vermuten den auf jeden Fall. Oder die, wir wissen es nicht. Also das Geschlecht der Person wissen wir nicht. Da drüben im Tower. Ja. Steps? Achso. Ja, ich, Mann. Kann eigentlich nur da beweg sein. Beweg dich doch nicht. Weil er stand, der eine stand jetzt hier. Tot One-Shot wie immer. Woohoo! Von wo? Keiner, von hinten. Wo wir herkamen. Wo liegst du? Direkt neben dir. Vor diesen Sandsäcken da. Ach, da hinten ganz, okay. One-Shot Dead, weißt du, alles gehabt, ne? Full life. Top. Ja. Okay, ich sehe da jetzt gerade niemanden. Ich guck mal ganz kurz, ob hier clear ist. Zombie kommt natürlich zu mir. Das ist okay, das verstehe ich, das macht Sinn. 100 Meter. 100 Meter nur? Kein Schuss gehört, nichts. Doch, Schuss habe ich schon gehört. Ja, ich würde sagen, du machst dich auf den Weg nach Celeno. Ich spotte mal ein bisschen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Waffen kann ich dir auf jeden Fall geben. Nice. Na klar. Freunde, neuer Versuch hier in der Camper City, Selenogorsk. Neuer Versuch, ich bin auch eben am Start. Ich wurde auch noch weggeholt, Bruder. Ich habe aus Versehen das Haus verlassen, weil ich natürlich ein neugieriger Hund bin. War ein Fehler. Aber hey. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder im Ansturm auf Celeno. Da müssten noch 2 sehr gut equippte Leichen liegen. Wir und der andere auch noch, den ich da weggeholt hatte. Ja, ich habe mittlerweile eine. Ja? Was soll ich jetzt sagen? Also, ich habe mittlerweile eine S-Case mit 5 Schussfeuern und eine da hinten? Gasgranate noch mit dem Launcher. Also, wenn jemand campen sollte. Ich erkläre gerade unseren Leuten, was sie hier machen. Kann ich einen hier mit meiner Pox natürlich auspoxen. Und dann müssen die rausrennen. Hey, sieht man doch. Bruder. Ja. Keiner weiß, dass ich einen Granatwerfer habe gerade. Darum erkläre ich es doch gerade. Ja, aber das ist nicht erklärt nicht, was wir gerade machen. Verstehst du den Unterschied nicht? Nein, ich verstehe den Unterschied, perfekt, weil wir machen jetzt gerade nichts. So, hier ist das eine Haus. Da liege ich irgendwo. Da ach, hier Ecke. Bist du gestorben. Ey, du darfst niemals das Haus wechseln in diesem Server. Wir haben einfach mal eine CR hier liegen lassen. Das ist natürlich nice. Disrespect. Gönnen wir uns. Bisschen Munition. Perfekt. Ja, wieso? Kann man eigentlich direkt snipen? Ist doch eigentlich nicht verkehrt. Ich finde es schon Disrespect, dass sie alles liegen lassen haben. Ja, bis jetzt schon eigentlich. Selbst das Mag ist noch drin. Okay. Ja, gut, was machen wir jetzt? Sollen wir einmal nach der Leiche gucken? Wir laufen hier offen rum. Das ist eigentlich nicht ideal, ne? Ja, so, ja man sollte hier eigentlich nur an einer Stelle hocken auf dem Server, aber. Ja, das ist richtig. Sollen wir nach der alten Leiche gucken? Ja, könnten wir machen, ne? Aber dann sind wir wieder One-Shot und dann ist wieder. Nun ja, Küssen-Content angesagt, Mann. Ja, das ist Last Try für uns. Also muss halt immer hochrennen. Man kriegt immer so Dreck-Spawns irgendwo an der Küste. Einmal von 200 Spawns ist mal ein Seleno-Spawn dabei. So, hier ist auch noch was. Der Bruder hat eine AKM. Jo, es ist einfach alles yo, weg bei mir, Bruder. Jo, da kommt er direkt wieder. Und. Wow, wait. Ich bin das. Oh, Alter. Ich kann nicht stehen bleiben, sonst bin ich wieder One-Shot. Nein, ist alles safe. Ja, dann lass mal hier, was machen wir jetzt? Sollen wir noch ein bisschen looten oder was? Was für looten? Hier waren gerade Schüsse. Ja, lass sie doch suchen. Ich such doch schon. Hier, guck mal, Rucksack. Oh, hier ist ein Leiche. Komm rein. Ah! Ich bin sag mal. So. Ja, sollen wir ins Prison? Ja, komm, Prison, Alter. Let's go! Prison ist natürlich zu, lass mal eben looten. Für Ross und Land! Was, für Ross und Land? Was? Ja, wie, was? Das war eine Pox-Granate, hast du nicht gehört? Achso, nö. Boah, diese Zombies. Oh Bruder. Gott, kill oh, mal nein, eben. Kill. Mal eben. Ja, hey. Ich kann nicht aimen, ey, schießen. Ich mein, Alter, was soll denn das?
Bruder, mach doch auch mal als was, als wie das erste Mal so ein Survival-Game spielen. Nein, ah. Mann. Ja, was? Ja, jetzt müssen wir aber auch rüber pushen, ne? Ja, ich messe doch jetzt nicht 10 Zombies, Bruder. Müssen wir jetzt rüber pushen, weil jetzt noch mehr kommen. Das ist doch logisch. Ja. Findest du nicht? Nee. Wohin? Hier, da. Bro, wir werden so sterben. Ist doch schön mit dir. Bro, wir werden so sterben. Das ist alles safe. Da ist echt einer drin. Warte, Bro. Da ist echt einer drin. Shit. Hier sind 1000 Zombies. Ich kann nicht warten, Mann. Ich kann nicht warten. Ich blute. Gift. Perfekt. Ich muss irgendwo in ein Haus gehen oder so. Ich verblute sonst. Ist jetzt rausgerannt? Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich kann dir nur sagen. Das ist so krass mit den Zombies hier, Freunde. Wahnsinn. Ja, genau. Ah! Ich sehe es. Rausgepusht. Das ist so lächerlich. Ja, es ist echt lächerlich. Ah, die Zombies haben wieder alles versaut bei mir. Fuck, Junge. Ist auf jeden Fall was gerannt. Ich muss warten, bis die Zombies weg sind. Wenn ich hier abhauen will, dann... Er hat doch geschossen. Warum sind sie nicht auf den? Ja, weil die Zombies natürlich immer nur auf denjenigen gehen, der beschossen wird. Ah. Okay, jetzt nochmal geschossen. Ich glaube, er hat Zombie-Probleme. Noch der campt wieder, weißt du, das ist so lächerlich, Mann. Ich will das nicht mehr echt. Nee, ne? Man sitzt hier nur auf seinem dicken Arsch, wirklich. Ach Gott. Hey. Ich renne da jetzt raus, wenn ich sterbe, ist mir egal. Ich will jetzt nicht in diesem Schuppen hocken. Ich kann nicht irgendwo noch aimen mit der CR. Okay, ich glaube, ich sehe ihn. Er rennt da rum, er humpelt. Okay, er hat noch einen Hit bekommen. Immerhin getradet. War das dein Killer? Ja. Immerhin gerecht. Nice, wir besprechen mal, was wir jetzt machen. Freunde, wir sind hast ehrgeizig. Du das gehört? Wir können es leider nicht lassen. Wir sind schon wieder in Celeno! Ja, letztes Mal. Oh, das war. Was? Ja, dann nix. Ich habe meine Tastatur verschoben. Jetzt ein Gummiding. Nein, und Hören, das verschiebt dann mal das Geräusche. Auf jeden was? Fall sind wir doch mal hier ein letztes Mal in Celeno für heute. Gucken wir mal hier diesmal mit richtigem Bambi-Loot. Was lachst du schon wieder? Es ist nichts witzig. Nachdem wir 50 Mal verreckt sind in dieser Dreckstadt. Naja, zweimal. In jedem Gebäude einer hockt. Ich bin dreimal verreckt. Oder? Ja, kann sein. Also ich auf jeden Fall. Ist auch egal an der Stelle. Wir sind jetzt hier nochmal für das dritte und vierte Mal auf jeden Fall. Da schießt meine SKS. Daniel, was ist das? Was ist das? Wahrscheinlich, was ist das? Wo ist das? Ist die Frage. Ist das in der Feuerwehr? Daniel, achso, sorry, ich wollte gar nicht so schreiben. Was möchtest du mitteilen? Daniel hat den einen noch getradet, Freunde. Da müsste also noch eine full-equipte Leiche liegen. Oh, wollen wir da erstmal hin? Ich glaube, die waren gerade da in der Feuerwehr irgendwie busy, ne? Da müsste ja meine und seine Leiche liegen quasi. Komm mal mit, dann zeige ich dir das mal. Dominus. Gaius, oh, die sind immer noch da drin am Campen. Guck mal. Und Prison. Ist das Grün da oben? Was war denn das? Warum ist denn das Grün da oben? Ach, das ist eine Smoke einfach. Ja, ja. Eine Granatlauncher. Smoke haben wir vorher auch geschmissen. Was? Ich kann auch kein Deutsch mehr. Es ist so warm wieder. Es ist so, auch so warm. Ich kann auch kein Deutsch mehr. Ja, aber ich habe nicht vom eigentlich. Bleiben. Die hast du getradet, oder wie? Komm her, Waffe. Nimm du den Launcher. Da ist noch eine M4 drin, Den hat niemand gelootet, scheinbar. Grab schnell. Wo bin ich? Ich geh kurz hier rein. Mach. Ach, da ist ja nichts drin. Komplett ungelootet. Ist da noch was an der Leiche jetzt? Warte. Oh! Was? Oh mein Gott, eine Plattenweste. Ja, jetzt schilder mal.
Okay, ich hab alles. Komm her. Da rein. Ich muss kurz reloaden. Kannst du mir eine M4 mehr geben? Nee, da hat nur eins. Ja, gib mir das doch. Ey, dann hab ich. Was? Wie soll ich schießen? Weiß ich nicht. Achso, hier ist ein Mac drin, warte. Hier. Ach shit, ich will die Dingsweste wieder haben. Wo ist denn die jetzt? Das ist ja leer. Ja, natürlich ist es leer. Darum habe ich doch gesagt, ich will reloaden. Und deine Weste ist in der Wand. Ach, da. Du musst sie in die Hand nehmen. Ja, ja. Das ist normal, oder? Wenn man sich auszieht, ist dann die Kleidung quasi in die Wand. Das macht mich fertig, ne? So, du reloadest da jetzt mal. Wir machen einen kleinen Cut. Oder bist du fertig jetzt? Ich bin fertig jetzt. Okay, komm, let's go. Lass mal pushen. Wir haben nämlich nur noch 5 Minuten bis zum Server-Restart. Oh nein, du hast recht. Und um genauer zu sein, wahrscheinlich nur noch 2. Oh nein, du hast recht. Wollen wir einmal. Oh, da liegt auch noch jemand. Was bist du das? Das war meine. Komplett. Loot doch nicht, gelootet. Du bist tot gleich. Achso, ja. Nein, ich bin nicht tot. Siehst du da. Geht's einfach hier rein, Bruder. Sag dir ehrlich. Alter, was ist das denn? Okay, hier ist nix. Hä? Wie still wir sind, ne? Ja, weil konzentriert halt, ne? Weil es ist Third Person. Der hat auch okay, ist alles safe. Alles safe und alles gelootet, ne? Dann müssen die restlichen Typen an der Feuerwehr noch sein, hä? Okay, gut. Würde ich sagen, Bruder. Ja. Wir machen einen kleinen Cut. Hier ist ja erstmal Restart. Ja. Bis dahin passiert wahrscheinlich nichts. Ja. Soll ich noch einmal ja sagen? Halt's Maul. Ja. Ich rede, ich soll mir hier Treppe hoch. Oh, was ist das denn hier? Alter, hä? Ja. Yeah. What the fuck, wie krank. Zombie natürlich, darf auch nicht. Ach, wer pisst dich? Ah, wir können direkt reingehen, so hier vorne, oder? Also ich bin rein. Drin. Ich bin in der großen Halle. Nice. Zombies, ich mach Tür zu überall. Ich bin kleine Halle. Was ist denn die kleine Halle? Pionier. Aua, wo ist die kleine Halle? Das sind auf jeden Fall Menschenteile. Okay, kannst hochkommen. Hallo? Bin oben. Oh, fuck. Kommen die hoch? Nee, ne? Hinten zugemacht hoffentlich, ja. Okay, ich bin drin. Also, ich fahr kurz drin. Jetzt nichts. Pass auf. Ich kann mal vielleicht, nicht, dass sie hier gerade ausgelockt haben. Das ist ja ausgelockt, aber Server-Restart verbracht haben. Mach doch mal zu hier. Ich mach auf, ne? 3, 2, 1. Achtung. Okay, safe. Ja, gut, Feuerwehr auf jeden Fall nicht, Freunde. Kleiner Kart, wir sind gleich wieder, nice. Ist der dead? Was ist das jetzt? Wo? Er ist dead. Na, er lebt noch, oder? Stimmt. Der lebt noch. Stimmt, lass ihn mal entwaffnen. Oder ist er schon? Achtung, er ist da. Hello. Hey, man. Er hat Waffe gezogen. Ach, warum denn? Ich hab noch was anderes gehört, Bro, pass auf, ne? Ach, was soll denn hier noch sein? Freunde, wir sind, also wirklich, wir wollten gerade weitergehen, ne? Auf einmal geht die Tür hinten auf. Stimmt so eigentlich nicht, aber auf jeden Fall ist die Tür aufgegangen. Wir sind hier gerade, Ist krank. Haben gerade ein bisschen Ausschau gehalten. Sick. Ich hab das nicht mal komplett auf Band, glaube ich. Sick. Nee, ich auch nur, wie wir schon da reingeschossen haben, beziehungsweise du viel mehr. Ja, ich bin ausgerastet. Du bist ausgerastet, ja. Ich hatte Angst zu sterben, Alter. Warte mal, du hast jetzt noch die M4, ne? Oh nein, Kette. Was, Kette? Warum Kette? Shit, das ist jetzt schon wieder los. Das war's, Bruder. Haben wir gerade hier einen Admin getötet, oder was? Ja, wahrscheinlich, oder? Direkt wahrscheinlich, ne? Direkt bannen. Das darf natürlich nicht fehlen, das Freunde. Das darf nicht fehlen. Ein Erfolgserlebnis, direkt Server abgeschlossen. Ist kein Problem, wir haben die Zeit. Ja, wir haben die Zeit. Ist kein Problem, Freunde. So, Leute, let's go. Let's go. Seleno war nichts mehr los, deshalb sind wir jetzt Richtung Süden unterwegs nach Pavlovo. Hören direkt Schüsse und da würde ich sagen, ist Zeit für die Gag-Sektion, oder? Zur Auflockerung, bevor wir sterben. Zur Auflockerung natürlich. Hier gucken wir mal, wo habe ich denn hier die Gag-Sektion schon rausgesucht. Da ist ich, hier soll ich direkt starten? Start. Bevor wir natürlich weggewichst. So, also bevor wir sterben, meine ich natürlich von Gamerkonto 7. Hallo, jetzt reicht's mal, oder? Was ist denn das? Oh mein Gott. Ist das hier in der Stadt schon, oder was? Ja, ist in der Stadt. Und zwar habe ich hier einen von Gamerkonto. Er schreibt, klasse Video mal wieder. Dankeschön. Na klar, Hashtag Gag. Was macht eine Wolke, Bruder, wenn es juckt? Die regnet. Nee, fällt dir noch was ein? Bisschen kreativer? Sie
kratzt sich am Wolkenkratzer. Sie sucht einen Wolkenkratzer. Nice. Sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht gelacht. Ich kannte den schon. Aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, der jetzt wirklich lacht. Ich beeile mich mal lieber. Ich habe einen von SimpleX, Helmut. Er schreibt, ja, ich liebe die Videos erstmal. Schon mal ein Knüller, ja. Und jetzt kommt's, ne? Was knurrt, wird dich aber niemals beißen. Dein Magen. Dein Magen! Wait, really? Ja! Nice. Simple, danke für dein Gag, hat er nie. Alter, was ist denn das? Sind das da die Double-Häuser am Brunnen oder was? Ich glaube, ja, ja. Die sind immer sehr beliebt. Erinnerst du dich früher hier immer, Pavlovo? Pavlovo Standalone? Ja, ja. Damals, das ist schon drei Jahre her. Auf der Hauptstraße, ja. Auf der Hauptstraße? Wo denn? Ja, Hauptstraße, Bro. Jetzt sind sie nach links irgendwie zur Kirche, oder? Zur Kirche? Wo bist du denn schon noch da? Oh, wait, haben die da gegen diese Zombies gefightet? Gegen diese Bandagen-Zombies? Ja, sieht so aus, ne? Könnte sein. Wollen wir mal ans Kirchengebäude ran? Ja, komm, komm, komm. Wo bist du jetzt schon? Ja, da. Eben, wahrscheinlich schon, oder? Ich bin hinter dir. Ja, ich guck mal vorsichtig. Ich will natürlich nicht wieder direkt One-Shot sterben. Nein, 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 nein. Hier. Gott habe dich selig natürlich, Bruder. Oh, da, da, da. Ich hab's ja auch gesehen. Wo? Direkt da, die, hinterm Kirchgebäude. Echt jetzt? Ja, ja. Aber die sind jetzt nach rechts hinter das Gebäude gelaufen quasi. Nicht, dass also einen habe ich gesehen. Einen. Ja, hier bist du wir auch sprechen noch natürlich direkt Plural, aber das war auch nur eine Waffe, die wir gehört haben, oder? Ja, kann sein. Komm, das ist ein bisschen wie das Bermuda-Dreieck hier schon wieder. Ich bin da. Ja, 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 ja. Wo ist die Mastsau hin? Da im grünen Haus. Yo, hello? Was für hello? Der ist aggressiv. Guck mal. Oh, jetzt haben wir es verkackt. Wieso denn aggressiv? Der macht doch nichts. Ey. Der hat den Fight gegen Zombies. Ja, rat mal, wieso er die Zombies wohl killt. Das weiß ich nicht. Jetzt, die jetzt komm her. So. Wie, komm her, wohin? Ach so. Er redet mal in Kirche. Redet er wirklich? Ja. Mit dir? Hey, are you friendly? Aber sprichst du mit denen? Sind die friendly? Ja, jetzt nicht mehr, Bro. Ich weiß nicht, ob die friendly sind. Dann sag doch Leute mal was. Ja, dann komm doch mal in die Kirche. Wo bist du denn? Hier am grünen Haus. Komm doch zu mir, was bist du? Was für grünes Wo bist Haus? Du denn? Digga, what the fuck? Sag mir einfach, wo du bist, Mann. Hörst du neben dir? Achso. Hello? Hello, hello. Are you friendly? Yeah. Drei Leute. Reasons to not be, yeah. Alright, alright. Are you all inside the church? What, sorry? Where are you right now? Inside the church. Alright, alright. Vertraust du denen wirklich? Ich vertraue denen nicht, ne? Can we come in? Yeah. Digga. We? Wait. Okay. Let's clarify the situation okay. Here. What are your pronouns, yeah, bro? Fuck that. Alright, nice. Okay, I like you. We are two guys. Okay. What the fuck? Are you equipped or not? I mean, we do have guns, but on our backs. Okay, wo bist du jetzt? Zeig dich mal. Yeah, in dem Haus. Yo, friend, come over here. My friend is very shy, you know? Don't worry. He's very anxious. Ja, ich vertraue denen. Nee, Digga, die killen uns. Alright, do you trust us? Yeah, yeah, you can show up. Okay. Yeah, yeah. Oh Gott, Bruder, geh doch nicht. Oh nee, ne? Yep. Ach, solche Assis, Mann. Ja, ganz normal. Solche Assis. Jetzt ist normal, der AC Standalone, hä? Ach so. Ja, jetzt hat er die Tür aufgemacht, um zu gucken, ob ich loot. So ein Wichser, Alter. Freunde! Freunde, zurück am Ort des Geschehens. Hier ist noch ein ziemliches Massaker passiert. Du hast den einen oder anderen weggetradet, Bruder. Noch alle drei hier geholt, natürlich in der Daisy Standalone. Hier ist meine Leiche noch. Der letzte Kampf gegen den da. Ja, komm, let's go. Und wir haben noch ein paar Schüsse gehört, Pavlovo. Da würde ich sagen, marschieren wir nochmal hin. Das ist dann das Episodenende, oder? Also, du meinst natürlich Pavlovo Military, meinte er. Ja, hier, Pavlovo oder? Military, natürlich. Ja, der Experte muss das natürlich differenzieren. Pavlovo Stadt sind wir natürlich gerade jetzt. Oh, ja, wir haben auf jeden Fall hier krasse Bewaffnung hier mit Granatwerfer. Du hast auch. Jetzt komm doch ran. Ich bin auf dem Feld hier schon. Ich auch. Das ist so nicht richtig. Doch. Ja, ich habe auch einen Granatwerfer von den Jungs hier noch bekommen. Hey, die hab ich dir gerade gegeben.
Ja, aber es ist trotzdem von den Jungs. Das ist von den Jungs natürlich. Es ist einmal 50 Grad in Deutschland, in der Schweiz, und ja, das ist so aggressiv. Richtig, oder? Asi natürlich. Keiner, ich weiß nicht, wie man mir nicht vertrauen kann. Vor allem da zu dritt abzuaimen, so auf jemanden, der friendly ist. Aber hey, ja, okay. Aber ich bin jetzt am Zaun. Die Stimmen waren schon ein bisschen sass, so, weißt du? Naja, die waren schon sass. Ich bin jetzt am Zaun. Ja. Perfekt, gut. Super Kommunikation hier. Ach, da bist du. Da hinten. Hey Bruder, sag mal, du bist echt blind. Das ist kein Ziel im Leben, oder was? Du bist blind, Alter. Du bist echt blind. Ich war vorhin in der Leiche drin. Bruder, du bist blind. Ich guck geradeaus, Mann. Ich guck doch nicht nach hinten. Alter, und mit seinen Ballerinas wieder. Eine Richtung. Ja, die sieht doch keiner im Gras. Das ist so eklig, ne? So, okay, let's go. Wo ist die Base hier? Das ist die Military Base, wo wir gerade drin sind mit dem Zaun. Da hinten kommt das erste Gebäude. Ich nehme an, es ist wieder Krankenhaus am Campen, so, ne? Wie immer. Ja, wahrscheinlich schon. Oder Steine, so, die Hügel da, weißt du? Ja, kann auch sein. Ja. Ich meine, im Notfall können wir die so proxen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch drei Nades. Wie viel hast du? Du hast eine, oder? Eine. Pass auf, warte. Hier. Ist auch noch eine zweite. Oh, du bist so geil, ne? Ja. Du bist so ein geiles Stück DNA, Junge. Let's go, Mann. Richtig. Aus dem Grunde machen wir natürlich auch seit 10 Jahren hier Daisy. 19 Uhr jetzt nicht, aber wir haben schon andere Formate früher gemacht, natürlich so. Aber CSGO und Morda und so Zeug. Mit Daisy natürlich. 19 Uhr natürlich hier den großen globalen, internationalen Durchbruch. Bangladesch, Paraguay. In der Daisy Standalone. Dachraum ist natürlich klar. Dachraum sind wir natürlich sehr Spanien. Stark vertreten, Freunde. Natürlich. Ansonsten schreit es mir in die Kommentare natürlich. Ich bin am Stein. Oh Gott, das ist mir erschreckt. Man kann sich hier gar nicht aufs Game konzentrieren, wenn man so viel Scheiße redet. Ja. Ja gut, ich sehe jetzt gerade niemanden, Bruder. Ich sehe aber auch keine Zombies, ne? Das ist verdächtig, ja. Also hier kam Safety-Schüsse, 100%, ja, ganz viele. Ja, ich denke mal, der auf dem Krankenhaus da, ne? Safe, und hat Zombies gekillt. Rechts von der Baracke oben. Das siehst du von da nicht. Du musst zu mir kommen. Rechts von der Baracke oben im Wald, der hockt da einfach, oder? Ja, der hockt da einfach. Genau. Jetzt hau. Ja, komm. Jetzt hau der ab, oder was? Ich habe leider keine Sniper, sonst hätte ich das natürlich. Wollen wir den auch da hinterher pushen? Ja, komm, wir pushen jetzt hinterher, oder? Ja, aber lass mal vielleicht außen rum. Ich bin jetzt schon frontal eigentlich rein. Ja, dann geh du mal frontal rein. Ich pass mal ein bisschen auf hier. Weiß es leider nicht, wo er lang ist. Ich jetzt so gerade auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall sehr gechillt auf dem Boden gelegen. Ja, ne? Extrem. Wie beim Fliegen. Schuss. Aha. Ja, der schießt auf jeden Fall. Richtung Office-Gebäude. Nee, noch ein bisschen weiter weg war das. Noch weiter sogar, ne? Ja. Komm, hier natürlich an der Mauer. Oh, shit. Was ist? Office-Gebäude. Oben? Unten, ums Gebäude rum. Ah, ah, One-Shot dead durch den Busch! Wo denn? Mir reicht's. Nee, komm, ist okay. An der Mauer direkt. Durch den Busch, One-Shot dead. Also wirklich. Über welche Mauer reden wir hier? Links von dem Krankenhaus, was das ist da. Bürogebäude. Links. Außerhalb oder innerhalb? Außerhalb. Okay, ich höre noch Schüsse. Also wirklich. Ich sehe ihn noch. Da rennt er. Er liegt. Zombies liegen. Ich bin bewusstlos. Nice. Ich warte mal ab, was hier noch passiert. Der Typ ist dead, komplett. Oh nee, verpiss dich. Verpiss dich einfach. Du bist schon unterwegs, ja? Okay. Ey, Digga. Ja gut, ich bin auf jeden Fall jetzt wieder am Start. Dies, das, Ananas und ich warte mal auf dich, Bruder, wa? Nice. Yo. Freunde, so komm ran jetzt, da kommt der Druckkräbchen schon. Hier ist dein toter Körper, wo ist er? Hier. Natürlich alles noch da, nichts geklaut oder so. Das ist natürlich selbstverständlich hier unter Brüdern, dass man da nicht einfach was nimmt, was? Ja, Backpack ist auch kaputt. Das ist richtig, ja. Das ist ein kleines Problem jetzt, oder? Wie würdest du dieses Problem beschreiben? Wie viele M4s willst du denn mitnehmen? Ja, eigentlich nur eine, ne?
Ja, komm, jetzt nimm dein Zeug. Ich muss dich jetzt echt mal auf den Pott. Ich hab's echt nötig gerade. Freunde, zum 8. Mal hier hingelaufen, um für euch natürlich hier zu dominieren. Ja. Also, das Gute ist aber, wir haben jetzt, ich glaube, insgesamt 7 Pox-Granaten für den Granatwerfer. Du hast einen, ich habe einen. Ich habe hier noch so eine Pox-Dings, die man so händisch werfen kann, glaube ich. Ja. Und das ist eine ganze Menge, ne? Ja, das ist echt krass. Perfekt, komm mit. Ja. So, mehr geht's hier nämlich nicht. Dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt hier noch einen gemütlichen Busch, um mal auszuloggen. Freunde. Und sehen uns in frischer Montur natürlich. Nächste Woche Sonntag wieder. Ich hoffe, euch hat die Abwechslung ein bisschen gefallen, oder? Ja, mal ein bisschen Pavlovo. Aber man muss Zelensky hätte ich fast gesagt, aber das ist was anderes, ne? Hier, Seleno. Und Pavlovo. Richtig. Und ist auch schon wieder 0 Uhr abends, so, ne? 0 Uhr abends natürlich. Nicht zu verwechseln mit 0 Uhr mittags. Und damit würde ich sagen, machen wir uns vom Acker. Ich muss ins Bett. Grüße gehen raus und bis nächsten Sonntag, 19 Uhr. Wie ist das, Leute? Nice.